Okay, hier ist er wieder, der White Doctor. Diesmal machen wir mal mit, zur Abwechslung mal was anderem, nicht Nintendo oder Sega relativiertem, sondern mit dem alten Spiel von Anfang der 2000er. Das Strategiespiel Master of Orion 3 von Infogrames. Tja, was kann man dazu sagen? Ich labere einfach mal hier so drauf los, während das Intro gerade anfängt. Ist Teil 3 von sonst eigentlich unter Strategiefreunden recht bekannten Reihe. Teil 1 und Teil 2 waren super beliebt. Und Teil 3 hat alles anders gemacht und war deswegen nicht so beliebt. Naja, und es wurde ziemlich überhastet rausgeschmissen auf den Markt. Und war deswegen so voller Fehler, dass es fast unspielbar war. Ein Patch kam raus, der das dann auch teilweise hingebogen hat. Aber, naja, sagen wir mal so, das Spiel hat so seine Probleme. Die KI der Gegner ist gruselig. Und viele andere Sachen konnten nicht so integriert werden in das Spiel, wie es sein sollte oder so. Auf jeden Fall wäre das ein Horror zu spielen. Ich hatte damals Master of Orion 3 gekauft und das, all das gar nicht gewusst. Ich dachte, es wäre völlig normal, wenn so ein Computerspieler plötzlich Transportschiffe baut, obwohl er sie nicht braucht und dann plötzlich nur noch Transportschiffe hat. Oder da fand es auch normal, wenn zwei Gegner sich miteinander verbünden, wo der eine den anderen dann als Nahrungsmittel benutzt. Ja, heute im Rückblick sieht das ein bisschen so aus, als wäre das dumm gewesen, aber hey, ich wusste es halt nicht besser. Und jetzt mache ich eben mein Let's Play Master of Orion 3 daraus. Natürlich werde ich ein paar Sachen rausschneiden müssen, weil als Strategiespiel wird das sonst ziemlich lange dauern. Ich werde versuchen, alle Rassen zumindest als Gegner darzustellen. Wir selbst spielen als die Mechler, die im ersten und zweiten Teil noch sowas wie Cyborgs waren, und im dritten Teil haben sie sich aufgespalten in die Xenoids, das sind die alten Cyborgs, und die Mechler, die jetzt reine Maschinen sind. Also werden wir eine Maschinenrasse aufbauen, die den ganzen Orion-Sektor, in dem das Spiel spielt, quasi erobern werden. Und jetzt, ja, da sind schon mal zwei Rassen im Spiel, die Menschen und die Idkul. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Idkul, Ivkul, so in der Art. Das ist eine andere Rasse. Yep, genau. Die Ivkul sind Parasiten. Gruselig genug, ne? Also, aber mal halbwegs Spaß beiseite. Ich spiele das Spiel nicht roh und auch nicht mit dem Patch. Weil das habe ich mir als Jugendlicher schon angetan. Und nee, danke, das will ich euch nicht nochmal sehen. Stattdessen spiele ich eine Version, die ist von Fans hier in Deutschland quasi zurechtgestellt worden, mit Hilfe von anderen Helfern aus aller Welt. Das Ultima Orion Erlebnis quasi. Ultima Orion, hier sieht man schon, Version 087. Und der mit deutscher Übersetzung. Und ich habe an der Übersetzung auch selbst rumgefuscht, einfach weil, sagen wir mal, ich bin in Sachen Science Fiction eher auf der harten Seite und einiges von dem Zeug war mir ein bisschen seltsam. Also habe ich, naja, ihr werdet es schon sehen. Ich werde es auch ein bisschen zeigen, wo ich selbst rumgefuscht habe, weil ich mir vorstellte, dass was ich mir zusammen überlegt habe, wäre irgendwie besser oder so. Aber das ist alles nur Gelaber. Hier werdet ihr schon sehen. Optionen ist eigentlich alles annehmbar. Ich habe die Lautstärke hoffentlich weit genug runtergedreht, aber das sehe ich ja bei meinem nächsten Aufnahmeversuch, wie gut das gelungen ist. Und dann fangen wir jetzt mal an mit neuem Spiel. So, neues Spiel. Hier sehen wir schon mal die typischen Menschen. Die Kyberneten, die sind schon zweimal verlegen. So sehen die Cyborgs aus. Und so die Mechler, die Maschinenfreaks, die wir nehmen. Und hier sehen wir nochmal unsere Gegner. Die Sakra, Dinosaurier auf zwei Beinen. Ras, Grendal, im Prinzip alles Echsenviecher. Hier haben wir noch Unterwasserviecher, Nomo. Ja, seht ihr schon, sehen aus wie Tintenfische. Die Trilarianer sind richtige Fische. Da haben wir hier zwei Arten von Gasriesenbewohnern, aber ich werde das jetzt nicht versuchen auszusprechen. Das hier ist normalerweise mein zweitliebstes, die Geoden, weil die sind kristallin und haben richtig coole Schiffsmodelle, aber wir werden die erstmal nur als Feinde sehen, weil das dauert schon lang genug, so eine LP, wenn ich nur einmal durchspiele und zweimal wäre ein bisschen, boah. Unterschiede gibt es ja eigentlich auch nicht so viele zwischen den Geoden und den Kyberneten. Ein Unterschied
ist, dass die Geoden überhaupt keine Nahrungsmittel brauchen, außer um Geld zu verdienen und Handel zu treiben, weil die sind Kristalle. Und die fressen nun mal kein Sandwichbrote oder sowas. In der Art, die Kyberneten hingegen, die verbrauchen als Nahrung zur Hälfte Metalle und Erze und all sowas und zur Hälfte normale Nahrungsmittel. Was für die Meckler natürlich schon wieder ein bisschen komisch ist. Aber hey, vielleicht haben sie noch irgendwo ein paar Bio-Teile drin, die da reinsitzen. Man kennt das ja auch aus Science-Fiction, Wetware und so weiter. Aber da will ich jetzt die Leute nicht damit langweilen. Insektoiden sind typisch mit super schneller Dingsdafizierung, Vermehrung. Die Harvester sind die Idcool. Ja, genau, hier. Die super bösen. Die normalerweise mit keinem auskommen können. Was im Originalspiel nicht so geklappt hat. Aber die Leute, die am Ultima Orion Mod rumgesessen haben, die haben das so hingekriegt, dass das jetzt auch halbwegs hinhaut mit Diplomatie und so weiter. Ach ja, und hier haben wir noch die Yvonne und die Psylonia, damit die Menschen nicht die einzigen Humanoiden sind in der Galaxis. Man könnte sagen, Master of Orion 3 ist hier so quasi das Anti-Star Trek. Haufenweise nicht humanoide Rassen und nur die da. Aber genug, jetzt gucken wir uns mal an, wie das mit der Anpassung aussieht, sobald ich hier eine snazzige Flagge ausgesucht habe. So, das sieht aus wie ein Schaltkreis, das passt doch. Und blau hebt sich gut ab von dem Hintergrund, darum nehmen wir das mal, aber ein bisschen heller. So, Name können wir uns auch später übergucken. Gehen wir mal auf Anpassen. So. Wer das alte Spiel gespielt hat und dann mit dem Ultima-Mod anfängt, wird, wenn er hier durchgeht, bei der Manipulierung der Rasse eine ganze Menge Zeug finden, was vorher nicht drin war oder geändert wurde. Aber wir fangen jetzt mal der Reihe nach an. Agrarwirtschaft. Das setzen wir mal auf schwach, weil die brauchen eh nicht so viel und hier und da ein paar kleine Dings das anlegen reicht völlig aus. Und man sieht hier, es kostet 0 Punkte, alles andere würde Punkte kosten und wir wollen es ja möglichst so manipulieren, dass unsere Rasse in der Lage ist, den Orion-Sektor zu erobern. Anbauflächen sind auch normal. Man sieht hier mal schön als Erklärung, was das, was man ausgewählt hat, für Auswirkungen hat. Die maritimen Rassen wie Nomo zum Beispiel, die haben das dann hier als Standard und können auch andere Punkte dazu nehmen, was, naja, nett ist, um Punkte zu verbrauchen. Aber das Spiel ist nicht so komplex, dass man damit mehr tut, als sich ins eigene Fleisch zu schneiden. Ist mal gut, wenn man irgendwas Tolles machen will, wie zum Beispiel, oh, ich spiele jetzt mal eine Rasse, die kann Nahrung überall anbauen, aber ist dafür sonst überall scheiße. So, Bergbau. Bergbau ist immer gut, weil irgendwoher muss das Zeug ja kommen, das Maschinen fressen bzw. die Industrie verbraucht. Und etwas zusätzliches Geld durch die Erwirtschaftung der Rohstoffe ist natürlich auch gut. Darum setzen wir es mal auf Überlegen. Das haben wir hier schon mal. Minus 20, weil das mehr Punkte verbraucht als normal. Verwertbare Ressourcen, das sind wir bei Erze. Der Rest ist auch, kann die Minenkapazität erhöhen. Aber hey, für Maschinen benutzen die ohnehin schon zu viel Biomasse, da wollen wir ihnen nicht noch da helfen. Wir bleiben schön hier auf Master of Orion Niveau und nicht beim Terminator Niveau, wo sie erlebendes Zeug über ihre Gesichter gestülpt haben und so weiter. Und Produktion, das ist für die Maschinen hier schon mal auf gut. Wir setzen das jetzt aber auf Überlegen, weil wir sehen hier gut, Produktionseffizienz plus 3. Überlegen plus 6, das ist schon mal ein Unterschied. Für das, was ich später nehme, brauchen wir das sogar, weil dann wird die Effizienz später wieder ein bisschen gesenkt. Schwerpunkte setzen wir keine. Das ist immer gut, wenn man irgendwas später bestimmtes hochpowern will. Wenn man zum Beispiel jetzt Elektronikindustrie wäre eigentlich ganz gut für eine Computerrasse. Aber ist eigentlich auch sinnlos. Ne? Typischer Roboter braucht mehr als bloß die Elektronik in seinem Schädel. Aber wenn man zum Beispiel sich ein Volk zusammenbasteln will, was super kriegerisch ist, kann man das zum Beispiel für Fluffgründe hier zum Beispiel noch mehr Waffenkriegsgerät-Spezialisierungen reinbauen, um es noch deutlicher zu machen. Produktionsverschmutzung, also typische Umweltverschmutzung, erhöht sich. Aber wenn sie hoch genug ist, erhöht sich auch die Produktion, weil die Fabriken rödeln können ohne Einmischung oder so. Hier kann man eigentlich nur Punkte verschwenden. Ich lasse das mal so erstmal für den ersten Durchgang. Und Forschung. Ja, das ist für effiziente Maschinen immer auf gut. Und wir setzen uns auf Überlegen. Weil Forschung ist immer gut. Und Kreativität ist auf originell nochmal gesetzt. Weil die Meckler sind nun mal erste Sahne in Sachen Forschung.
sind eben ein bisschen mehr als der Durchschnittsroboter, wie wir das kennen. Die waren ja auch mal organisch. Und hey, die sind auf den Gedanken gekommen, ihr biologisches Gehirn rauszukratzen und durch Roboter-Technologie zu ersetzen. Also, hey, kreativer als die Borg, die haben das Biologische sogar mal drin gesessen. Und jeder, der keinen Star Trek kennt, der weiß jetzt auch wahrscheinlich gar nicht, was ich gesagt habe. Und Handel. Das können wir ruhig auf schwach lassen, weil so wie wir hier spielen, wird ohnehin nicht viel Handel zustande kommen. Ökonomie. Okay, das können wir nicht machen, weil wenn wir mal ein bisschen mehr ausgeben als erwartet, dann haut das kräftig zu hier. Also setzen wir es mal auf normalen Handel. Die Ökonomie nicht zusammenbricht jedes Mal, wenn der typische Meckler mal Scheiße baut in seiner Fabrik. Bürokratie plus 5%. Bürokratie ist sowas, so, das quasi alles ein bisschen teurer macht und schwieriger macht. So, wir gehen hier und da mal immer ein paar Punkte durch die Lappen. Und je größer das Imperium ist und älter, desto größer wird dieser Wert. Und da man den nur sehr schwer wieder senken kann, um alles ordentlich hinzukriegen, wollen wir das mal nicht künstlich in die Höhe treiben. Ökologie, ah ja. Wie verursacht man Verschmutzung? Beziehungsweise wie senkt man Verschmutzung? Und wie senkt man die Kosten für Terraformen? In diesem Fall eher Meckler-Formen. Nach der Hauptwelt von Meckler. Der Meckler. Das lassen wir jetzt mal hier so. Vielleicht können wir später auf Durchschnitt setzen, um das Leben nicht sonderlich schwer zu machen. Aber jetzt lassen wir es mal. Treffsicherheit ist überlegen. Hier muss ich sagen, könnten wir das sogar. Hier kommen die ersten speziellen Sachen rein, die nirgendwo drinstehen, weil jedes Volk hat so eigene spezielle Fähigkeiten, die nirgendwo drinstehen, außer man guckt in der eingebauten Enzyklopädie nach und ein erster Spieler, der zuerst anfängt, hat sowas natürlich, denkt sogar an sowas natürlich nicht. Darum weiß dann zum Beispiel niemand, dass hier könnte ich zum Beispiel Punkte raussammeln für andere Veränderungen, indem ich das jetzt, sagen wir, auf schwach setze. Und dann kriegen wir hier ein Minus auf der Skala. Durchschnittlich ist 0. Das ist 1, plus 1 und das ist plus 2. Der Witz ist natürlich, dass die Meckler zu den Völkern gehören, die von Natur aus stark sind. Also hat das überhaupt nicht so viel großen Einfluss. Wenn man ein bisschen Bescheid weiß, dann weiß man zum Beispiel, dass eine andere Rasse so super schlecht, dass wenn man auf schwach setzt, können sie fast gar nichts mehr treffen und dann sind sie fast nutzlos. Und wenn man sie auf überlegen setzt, bringt es auch nicht besonders viel. Jetzt sollen die Meckler allerdings, da sie auf ihrem geplanten Eroberungs- bzw. Befreiungsfeldzug durch den Orion-Sektor natürlich nicht daneben schießen, also lassen wir das mal. Und Kampffähigkeit, da geht es eher um Erfahrung und was man damit macht. Auch hier sind manche stärker als andere und die Meckler sind von Natur aus stark. Also kann man hier, wenn man es braucht, eine Menge Punkte sammeln. Wir lassen das jetzt mal nicht, weil die Meckler sind sowas von kreativ in Sachen Forschung und sind super Forscher, also sind die schlau. Also glaube ich nicht, dass die nach 2 Tagen vergessen haben, wie man kämpft. Also lassen wir auch Kampffähigkeit auf überlegen. Diplomatie, das ist jetzt hier auf Durchschnitt gesetzt. Und überlegen ist schon mal nicht möglich, weil die meisten Viecher in der Galaxie sind nun mal keine Maschinen. Und wenn man bedenkt, dass wir Menschen hier in der Normalwelt hier schon sowas wie die Terminator-Filme rausgebracht haben, sagen wir mal, die meisten vertrauen Maschinen nicht so sehr. Und wir machen das jetzt auf schwach, so kriegen wir ein paar Punkte wieder hier zurück, die wir auch brauchen. Und unsere Meckler sind nicht die von der Hauptwelt, unsere sind ein bisschen mies gelaunter. Und Regierungskonzept, das macht mir immer am meisten Spaß. Kollektivistisch. Ja, das ist das, was hier Standard ist, weil Roboter, Netzwerk und all sowas, die hängen halt alle zusammen. Repräsentativ ist das, was wir hier kennen, mit der Bundesrepublik und Amerika und so weiter. Und absolutistisch, das sind quasi alle Monarchien, aber auch alle Faschisten. Ich finde es natürlich immer witzig, dass man das hier so zusammenkleistert. Aber wir spielen diese Meckler als bizarre Ausreißer, die auf ihrer abgelegenen Welt so ihr Ding drehen, getrennt von den Rest der Meckler. Das passt sogar zu der normalen Story von Master of Orion 3, weil man findet sogar immer wieder mal abgelegene Meckler-Kolonien, die man eingliedern kann.
und wir fangen ohnehin nicht auf Meklern selbst an, also kann ich hier machen, was ich will. Und unsere Meklermaschinen haben sich entschieden, dass sie eine konstitutionelle Monarchie haben, also ein Parlament und einen Monarch. Und Regierungslobbys, die lassen wir mal weg, aber passend für Maschinen. Religiös sind die ja nicht, also nicht so wie in der neuen Version von Kampfstern Galactica, wo die Roboter ständig was von Gott faseln. Gesetzkonzept. Das können wir hier auf Kollektiv lassen, weil es sind immer noch Roboter und Netze vernetzt, auch wenn sie etwas individueller sind als der Durchschnitt der Meckler. Und vor allem, der Unruhefaktor wird um 5 gesenkt und die Regierungs-DRs sind um 2 Punkte, 2 Faktoren besser. Und das brauchen wir auch, wenn wir jetzt gleich loslegen mit Bürgerschaften. Denn hier kommt der Nachteil, wenn man so super forschungskräftig ist und so kreativ ist. Es gibt eine ganze Menge Intellektuelle, die die Regierung hier behindern. Das erhöht die Forschung sogar noch weiter, wie man hier sieht. Aber es erhöht auch die Unruhe und die Effizienz der Regierungs-DRs. Und hier sollte man nicht allzu sehr ausflippen, das ist auch immer wieder unterschiedlich. Manche, wie die Menschen, flippen aus, wenn man schon ein bisschen Unruhe verursacht und... Manche, wie diese Maschinenmeckler oder auch die Silikoiden, ja, die sind immer ganz schön ruhig. Aber hey, wenn man sich hier... Wenn ich hier unvorsichtig wäre, könnten die Meckler auch ganz schön ausrasten. Hier, ich kann die Kampfstern-Galaktika-Route gehen mit Monotheismus oder Atheismus. Unsere Meckler sind allerdings viel zu unfreundlich und so weiter und individuell. Und sind immer meckern und so weiter. Klarer Weg, Atheismus. Okay, ich wollte jetzt nicht sagen, dass alle Atheisten meckern oder so weiter. Aber hey, wir haben ja die Meckler, die glauben an sich selbst und viele interessante andere Dinge, zu denen wir gleich kommen. Aber nicht an Götter, weil sie sind Atheistenmaschinen. Also gut, hier kann man noch mehr machen, wie religiös-militärische Orden. Will man Ritter, Kristallritter haben oder Roboterritter, dann kann man hier das da machen. Man kann sie Fanatismus machen, Gottherrscher, Gigantismus. Bewusstseinserweiterung, das ist was Interessantes, was allerdings für Maschinen nicht funktioniert. Weil die haben ihr Bewusstsein ja schon mit ein paar Upgrades hochgeschraubt, so hoch es geht. Ich könnte ein roboterartiges Kastensystem einführen, das wollen wir aber nicht. Und die religiöse Toleranz ist automatisch auf intolerant. Und das passt zu Maschinen-Atheisten ja eigentlich wie die Faust aufs Auge. Denn in diesem Fall sorgt Intoleranz dafür, dass man feindliche Spione leichter finden kann. Und der Unruhefaktor ist etwas niedriger. Dafür mögen einen andere Völker allerdings gar nicht und die Wachstumsrate sinkt. Okay, das macht ja alles nichts. Aber jetzt kommt's. Legalisten glauben immer an das Stärkste und so weiter und sind diszipliniert und bla 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 wie Klingonen und andere Kriegervölker. Materialisten wollen ihren Reichtum vermehren wie die Sindiks in Jack Campbells Büchern. Oh, das kennt wahrscheinlich jetzt kein Schwein. Aber da könnte man dann quasi auch einen CEO oder einen Konzerndirektor an die Spitze des Staates stellen, praktisch so ist das. Und Naturalisten sind wieder ein bisschen seltsamer. Denkt mal an Hippies in der Regierung oder sowas. Hippies, ne? Hippies im Weltraum. Und Utopisten denken sich vorliegend mit futuristischen Themen und so. Das Neue wird als aufregend und richtig geachtet. Die Forschung ist der Development Areas, also DAs, werden noch besser. Die Erholungs-DRs werden noch besser, weil da mehr Science-Fiction angeboten wird. Und die Reagenzgläserprobe für... Ah ja, und die Forschung wird noch weiter erhöht. Also ein richtiger Forschungsboost unter Utopisten. Weil wenn jeder sagt, wenn jeder nicht über die Zukunft nachdenken will, dann wird eben auch nicht viel Forschung betrieben. Das macht Sinn. Okay, dann die Wahrscheinlichkeit einer technologischen Innovation verringert sich. Das hängt mit dem Forschungssystem zusammen. Manchmal kann das nämlich länger dauern, als es angezeigt wird. Und wenn man Pech hat, wird einem das auch nicht gesagt. Und dann wundert man sich, warum wird die Technologie nicht fertig, bis es dann plötzlich mal endlich passiert. Aber das gehört auch zu diesen Sachen, die einem fast nirgendwo erzählt werden, die man erst hinterher herausfindet. Aber lassen wir das mal... Genau, ach ja, und genau, Bergbau und Produktions-DRs werden um einen Faktor geschwächt. Wegen dem Forschungsboost ist das allerdings ein Must. Und
Wir haben ja alles andere auch auf Überlegen geschaltet, so ist das kein Problem. Und wir... Minus 10, minus 30, verlieren wieder ein paar Punkte, aber es macht nichts. Das macht jetzt nichts, weil jetzt kommen wir zu den Traditionen. Die lassen wir in Ruhe. Ah, hier, faschistisch. Ja, ja, das passt, könnte man jetzt sagen, zu manchen Arten von Maschinen. Aber unsere Maschinen sind eigentlich ganz sozial. Also, solange sozial orientierte Gesellschaften versuchen, fremde Kulturen so gut es geht an ihre eigene anzupassen. Bevölkerungswachstum wird erhöht und die Einwanderungsrate um 10% erhöht. Ja, ja, genau. Wenn man also dann die Version von Adolf Hitler gerade nebenan im Menschenreich hat, dann laufen die Menschen alle weg, um sich dem Maschinenimperator zu unterwerfen. Ja. Allein dafür, für dieses witzige Bild muss diese Einstellung her. Aber der Unruhefaktor steigert um 2, weil so viele Fremdere hergelaufen kommen. Kosmopolitisch geht nicht, weil, naja, die wollten ja halt nicht allzu viel abweichen und ich schätze, manche Leute hätten echte Probleme gehabt, sich kosmopolitische Meckler vorzustellen, wenn man bedenkt, wie, dass deren Normaleinstellung faschistisch gewalttätig ist. Aber unsere sind sozial, religiös und religiös intolerant. Sie mögen keinen, der kein Atheist ist, aber sie sind sozial. Also tolerieren sie das zumindest. Technik. Technisch begabt. Forschungskapazität um 10%. Neuer Boost. Und plus 10% auf Robotertechnologie. Das liegt daran, weil der Forschungsbaum wird jedes Mal, wenn man neu anfängt, quasi neu ausgewürfelt. Man bekommt nur ein paar Sachen jedes Mal dabei. Bestimmte Technologien kriegt jeder. Andere dagegen können auch mal wegfallen. Plus 10% Wahrscheinlichkeit heißt das, bei Robotertechnologie hat man eine 10% höhere Chance, dass man die kriegt jedes Mal. Und das ist bei diesen komischen Kalkulationen schon kräftig. Navigation macht ein bisschen schneller. Sechster Sinn ist besser für Spionage und Diplomatie und Suche nach feindlichen Schiffen, die im eigenen Raum unterwegs sind. Und antaranische Abkunft hat mit dem Hintergrund zu tun, mit den Antaranern und ihren komischen Experimenten. Und das geht nur für Harvester. Na gut, die spielen wir ja nicht. Klar, weil die wurden von den Antaranern zusammengekocht. Die ist cool. In irgendeinem biologischen Labor oder so. Anpassungsfähig. Das wäre eigentlich praktisch, weil das gibt einen kräftigen Bonus auf Verschmutzungstoleranz und Verschmutzungsabsorbierung. Und das ist vom Hintergrund eigentlich egal. Man kann sich Maschinen denken, die besonders abgeschirmt sind und die deswegen das hier haben. Oder sie haben eben besonders empfindliche Elektronik. Na, hat man halt das. Das lasse ich erstmal so. Vielleicht haben wir ein paar Punkte am Ende frei. Aber genau. Um das mit der Monarchie und die anderen Veränderungen zu erklären, brauchen wir Individualismus. Genau. Wir haben hier Maschinen, die sind zwar im Netzwerk miteinander verknüpft, aber sie können schon mal, sie wissen, was Privatsphäre ist und denken auch mal an sich selbst. Natürlich erhöht das die Unruhe, darum haben wir die ja eben mit anderen Einstellungen ein bisschen gesenkt. Und die Unterdrückungskosten steigen um 20%, was nicht so wichtig ist für uns. Weil ich zumindest werde so spielen, dass die halbwegs zufrieden sind. Und weil die Leute mehr Zeit für sich selbst haben, steigern wir die Forschung schon wieder um 0,5 pro Bevölkerung. Und dann kommt noch was dazu, Pessimismus. Haufenweise Schwarzseherei. Das ist praktisch fast negativ nur. Die Grundbeziehungen zu anderen Rassen werden nochmal gesenkt. Und das Volk ist schon wieder schwieriger zu kontrollieren, also steigt Unruhe schon wieder. Dafür steigt allerdings auch die Wahrscheinlichkeit, einen feindlichen Spion zu entlarven. Ja. Gründungsmitglied des Senats, das stellen wir auf Nein, weil wir spielen ja ein Randvolk. Eine Splittergruppe der eigentlichen Meckler und die sitzen ganz weit außen am Rand. Mineralien, reich ist immer gut. Bringt mehr Geld und mehr Mineralien. Und Artenvielfalt, naja gut. In diesem Fall können wir das ruhig auf gleichförmig setzen, weil wir brauchen davon eh nicht viel. Und hier haben wir noch Arglist. Das steht auf gefährlich, was unsere Spione wirklich gefährlich macht. Aber hier können wir ein paar Punkte rausschinden. Ich überfliege das nochmal, unsere Einstellung hier. Wir wollen ja eine so undiplomatische Rasse wie nur möglich machen. Und okay. Dann können wir anpassungsfähig nehmen. Dann können unsere Roboterlein auf ihrem Planeten leichter leben, wenn sie einfach verschmutzt haben. Und hier haben wir nochmal die gute alte Intoleranz.
und die Toleranz. Hier könnten wir noch rummurksen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Und hier sehen wir noch andere Sachen, die wir machen könnten. Aber ich denke, es ist jetzt alles so in Ordnung. Regierungslobbys sind auch noch so eine Sache. Aber die kosten nicht nur Punkte, die drehen auch an anderen Stellen rum. Das wollen wir nicht. Diplomatie ist so niedrig wie eh und je. Aber genau, hier war was. Wir wollten die Ökologie höher machen, damit die Verdreckung nicht zu stark wird. Und das bedeutet jetzt, wir müssen hier das runtersetzen auf schnell. Gut, da wir jetzt eigentlich minus 10 Punkte haben, können wir dann auch irgendwas anderes um 10 senken. Was brauchten wir denn eigentlich überhaupt nicht? Okay, jetzt habe ich die Ökologie geändert. Durchschnitt. Durchschnitt. Ja. Hier muss ich überlegen, ob ich nicht das Zeug hier rausschneide später. Okay, na gut. Jetzt, wo wir die Verschmutzung, zumindest die Vergrößerung der Verschmutzung verhindert haben, gehen wir zu positiven Talenten und nehmen das wieder raus. Technik bleibt, kostet uns eh nicht. Und jetzt sehen wir hier einen Unterschied, den Überschied. Unsere Maschinoloiden, unsere Mechanoiden, sind nicht gerade gute Agrarleute, weil sie es halt nicht brauchen. Und sie bauen ihr Zeug, ihre Nahrungsmittel an der Oberfläche an, beziehungsweise ihre Biomasse. Bergbau ist überlegen, klar, weil Roboter und so weiter. Sie brauchen Erze, weil das meiste ist halt Kristall oder Mineralien und sowas. Produktion ist überlegen, weil sie haben eben die besten Roboterfabriken von allen. Keine Spezialisierung. Produktionsverschmutzung ist hoch, weil auch wenn ihre innere Elektronik vielleicht ein bisschen empfindlich ist, müssen sie da nicht so drauf achten wie Wesen auf Fleisch und Blut. Forschung ist überlegen. Und hier ist die KI, die künstliche Intelligenz, mal originell. Das, was wir hier noch nicht gepackt haben, das haben die Meckler geschafft. Weil sie ja ursprünglich auch mal am Leben waren und dass sie sich noch dran erinnern. So. Handel ist schwach. Aber dafür haben wir Ökonomie, Handel und Ökologie durchschnittlich. Treffsicherheit und Kampffähigkeit ist überlegen. Sie haben halt auch die besten Kampfroboter. Diplomatie ist so schwach wie möglich. Und wir haben eine Monarchie. Gesetzkonzept ist kollektiv. Sind alle vernetzt. Internet 3.0. Intellektuelle sind da. Klar, bei den ganzen Forschungsboost ist das nur kein Wunder, dass das als wichtig angesehen wird. Und da sitzt dann halt jeder überall herum und will sich einmischen. Religion, Atheismus. Anti-Religion eher. Und alle denken über die Zukunft nach und sind zumindest für sich selbst optimistische Utopianer. Und deswegen ist ihre soziale Struktur auch sozial. Sie sind unglaublich technikbegabt, als Roboter kein Wunder. Individualismus, sie denken auch manchmal an sich selbst. Und diesen Individualismus wollen sie nicht aufgeben. Aber sie sind auch oft unglaublich pessimistisch, was vor allem die Kontakte mit anderen Völkern beeinflusst. Auf ihrer kleinen Koloniewelt, wo sie gelandet sind, ist viel los in Sachen Mineralien und Erze und so. Aber dafür leben da nicht so viele verschiedene Viecher. Und ja, arglist schnell ist Spione Durchschnitt, so ungefähr. Jetzt können wir mal kurz auf Handel zurückgehen. Dann haben wir den langweiligsten Teil schon abgeschlossen. Ah, Handel. Ich dachte eigentlich den Hell. Ah ja, genau. Jetzt überlege ich. Ich könnte die Spione hier nochmal runtersetzen. Machen wir das. Scharfsinnig und Handel auf Durchschnitt. Ich habe nämlich vergessen, nicht nur die Handelsabkommen sind. Ein paar wollen wir haben. Weil egal wie sehr einen die Leute hassen, ab und zu kriegt man ein Handelsabkommen. Handel passiert natürlich auch innerhalb des Imperiums und wenn das später dann riesengroß ist, geht einem auch ein bisschen Geld durch die Lappen, wenn man das so schwach setzt. Und Spione benutzen wir hauptsächlich zum Verteidigen. Wir forschen ohnehin schneller als jeder andere, also brauchen wir nicht so viele von denen. G-
Gut, jetzt haben wir das gemacht. Und jetzt überlegen wir uns mal einen Namen dafür.